Danke. Ich bin Tremel Hudson und ich erzähle euch von ThunderStrike 2. Das ist eine Firmware-Schwachstelle bei MacBooks. Sie habt es vielleicht schon in der Zeitung gelesen, als den unglaublich geheimen Firmware-Backdoor, die man remote installieren kann. Man kann es quasi nicht entdecken und man kann es auch kaum entfernen. Das ist ziemlich viel Übertreibung in diesen Pressemitteilungen, aber ein guter Teil davon ist wahr. Also es ist wirklich hart zu finden und es ist auch schwer zu entfernen. Es wird auf dem SPI-Flash-Chip aufgespielt. Auf den meisten Systemen ist das im Prinzip das Kernstück des Vertrauens. Also alles, die ganze Sicherheit des Bootvorgangs hängt an der Integrität dieses einen Flash-Chips, weil dieser eine Chip im Prinzip die erste Anweisung enthält, die ausgeführt wird beim Booten. Kann man im Prinzip alles andere, was danach kommt, umgehen, was an Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurde. Das eigentlich Erschreckende an diesem Talk ist, dass es nicht neu ist, sondern es sind eigentlich besteht es aus 5 verschiedenen vorher schon bekannten Schwächen in UEFI, die ich und andere Mitarbeiter schon mal gefunden und berichtet haben. Und das ist der wirkliche Schlüssel dieses Talks, dass diese Firmware-Schwachstellen, dass die auf diesen verschiedenen Systemen vorhanden sind, weil die einfach so viel Gleiches haben. Ja, man könnte denken, dass dieses hübsche MacBook nichts mit diesem Asus zu tun hat. Es hat ein unterschiedliches Motherboard, es ist ein unterschiedliches Betriebssystem drauf. Selbst die restliche Hardware ist anders, aber unter der Verpackung hat man letztlich das gleiche System. Es sind die gleichen Codeschnipsel, es sind die gleichen Funktionen, die aufgerufen werden. Es sind die gleichen Schwachstellen, die auftauchen. Sogar die gleichen Compiler sind vorhanden und selbst in verschiedenen Varianten. Da gibt es sehr viele Gleichheiten in verschiedenen Systemen. Und das geht zurück auf die älteste Geschichte des PCs. Das IBM 16-Bit-System BIOS wurde von Phoenix geklont und sehr viel wurde da reverse-engineert. Und dann hat irgendwann Intel angefangen mit der Extensible Firmware, das EFI, und in den frühen 2000ern, als Apple auf Intel gewechselt ist, haben auch diese EFI benutzt für ihr System und viele, viele Jahre später Intel hat dieses EFI in das EFI-Forum integriert und deswegen heißt es jetzt UEFI. Es hat viele, viele Funktionen, sicheres Booten. Und sie haben natürlich mit der Entwicklung auch weitergemacht. Zuletzt am 25. Dezember, also kurz nach Weihnachten. Manche davon sind sicherheitsbezogen. Und da könnte halt so ein Punkt, eine Schwachstelle sein, auch um die Zeit. Da sind immer noch viele, viele Zeilen Code, die zwischen dem Apple EFI und der klassischen UEFI gleich sind. Apple hat den UEFI EDK2-Baum übernommen. Die haben die aktuelle Version genommen und haben das auf die jeweiligen Hardware-Plattformen übertragen. Wenn das UEFI-Forum diese Bugs behebt, dann heißt es nicht automatisch, dass alle Hersteller auch diese Patches bekommen. Und selbst wenn sie das auf neuen Motherboards übernommen haben, dann kann es immer noch passieren, dass diese Legacy-Systems dies nicht übernehmen können. Und selbst wenn es ein neues Firmware-Update gibt, dann gibt es keine Garantie, dass die Nutzer dieses auch installieren. Und das ist, was Apple tatsächlich vorangetrieben hat, dass sie Firmware-Updates für die Systeme bis
ja, 10 Jahre in der Vergangenheit übertragen, einfach um sicherzugehen, dass die Sicherheitslücken geschlossen werden. So, das war jetzt die Geschichtsstunde und es geht weiter mit Thunderstrike 2. Aber wie ich schon erwähnt habe, es sind fünf verschiedene Schwachstellen, die integriert wurden. Alle Details sind schon 2013, 2014, 2015, aber teilweise auch schon bis 2007 veröffentlicht worden. Eins ist Speed Racer, das wurde letztes Jahr offiziell vorgestellt auf dem vergangenen Kongress. Es gibt eine Race Condition in verschiedenen Threads und Der Grund dafür ist im Prinzip schon verborgen in der veralteten Hardware, dem Intel Control Hub. Der wurde damals designt für ein System, was nur einen Thread gleichzeitig bearbeitet hat. Und wenn man nicht wenn man das BIOS-Lock-Enable-Bit nicht setzt, dann hat SMM die Chance, das zu erlauben. Das ist aber eine Race-Condition, weil der zweite Thread das BIOS-Write-Enable-Bit gesetzt hat. Das kann man im Prinzip beliebig oft wiederholen und dann kommt man an eine Situation, wo man das ausnutzen kann. In 2004 hat Intel dann eine Migration durchgeführt auf den Controller Hub. Da haben sie ein neues Bit eingeführt, das BIOS Protect Bit. So on a correctly configured system, Auf einem korrekt konfigurierten System wird die Corey and his collaborators. Ja, die sind durch verschiedene Schritte gegangen und haben das auch weitergegeben und haben diese Details auch an verschiedene Hersteller weitergegeben. Die meisten Firmware-Hersteller waren betroffen, weil sie kein Update gemacht haben, um die Hardware-Sicherheit sicherzustellen. Apple tatsächlich sagte, ja, wir sind gar nicht betroffen, also müssen wir da auch gar nichts fixen. Ja, aber es war dann tatsächlich doch nicht so. Und dann haben wir immer noch hier das Datenblatt, dass das BIOS Control Register auf DC DCH steht. Und es gibt ein Tool namens Read Memory. Das ist ein Open Source Tool, das genutzt werden kann, um arbiträren Speicher auszulesen. Und es hat einen Wert von 8. Und dass weder das BIOS Write Protect Bit als auch das BIOS Write Enable Bit, dass die irgendwie gesetzt werden können. Und das war nicht die vorgeschriebene Konfiguration. Das heißt, das System hat das Ganze umgeschrieben und dann kann man halt auf das BIOS draufschreiben und man kann nicht auf das komplette BIOS schreiben, weil es da immer noch gesicherte Bereiche gibt, aber es das heißt immer noch, dass man halt in einen bestimmten Bereich reinschreiben kann. Es kann auch auf jeden Bereich schreiben, der nicht gesichert ist. Und wenn man diesen Teil der Firmware kaputt macht, dann kann man auch die Maschine kaputt machen. Und dann ist es nicht mehr möglich, das Gerät zu booten. Und wir haben das auch wieder mit Apple besprochen. Und sie haben tatsächlich alle Systeme bis 10.6.8 gefixt. Und das war in 2008, also schon ziemlich lang, 8 Jahre quasi. Und Apple stellt halt automatisch so Updates bereit für die Systeme. Und die meisten Systeme wurden auch auf den neuesten Stand gebracht, aber eben nicht alle. Das Problem ist aber, dass es nur in diesem Protected Range-Bereich gefixt wurde, dass der SMS BWP nicht gesetzt wurde, aber das Bit-Write-Enable ist immer noch anfällig für irgendwas. Deshalb
sind halt nur die Protected Range Registries da irgendwie entscheidend. Dann gibt es halt noch den Darth Venamis. Das haben wir auch letztes Jahr auf dem Kongress vorgestellt. Und was die festgestellt haben, ist, wenn das System auf einen Suspended Sleep geht, dass diese Flash Protection Bits unlocked werden. Und wenn das Gerät dann aus dem Schlaf kommt, dann gibt es ein gewisses Fenster, in dem Schreibzugriff auf die Firma gegeben wird. Und auch da sind wir wieder an die Unternehmen gegangen, haben das an alle weitergegeben. Apple wurde da jetzt nicht informiert, aber die haben halt noch einen anderen Schritt gekriegt. Und ja, und wie können wir jetzt von dieser Sicherheitslücke da irgendwie was rausnehmen? Wie können wir da die Bootscript-Spezifikationen ändern? So geht normalerweise normaler Boot und so geht dieser Resume-Modus. In dem normalen Modus probiert das System halt aus, welche Geräte sind angeschlossen. Und da gibt es halt so ein Cheat-Sheet und so welche Konfigurationsdateien aufgerufen werden müssen. Und wenn man aus diesem Resume-Modus kommt, dann gibt es halt bestimmte Funktionen, die ebenfalls abgeprüft wurden. Aber es gibt einen Dispatch-Bereich, wo man halt eine Funktion einbauen kann. Und wieder mal, wir gehen mal wieder ins Read-Memory-Tool und dann lesen wir das Bootscript. Das ist in einer Variable gespeichert und dann lesen wir das aus. Und dann sehen wir die verschiedenen Speicherbeschriftungen. Und hier ist der die Protected Range Registries beschriftet. Und das passiert aber relativ spät im Bootscript. Und da gibt es auch schon ein Dispatch an die Funktion. Und das Bootscript lebt in einem Teil des ungesicherten Speichers. Wir können das Write-Memory-Tool nutzen, um den Function-Pointer in das Skript einzuarbeiten. Und sobald das Gerät in den Schlaf geht, dann wacht es das System auf, aber das Protected Range Register ist nicht länger gespeichert. Das heißt, der Angreifer kann irgendwie überall in die Firmware eingreifen, egal was er will. Wieder mal. Und da kannst du halt wirklich so relativ weit in das System reinbringen und die Chain of Trust zerstören. Und wieder mal gab es da einen Kontakt an Apple und die haben dann jeweils ein unzufriedenstellendes ein Sperrproblem sozusagen vorgestellt und haben das dann halt verbessert laut diesem Update. Da gibt es aber noch eine zusätzliche Schlaffunktion, die wir noch nicht gesehen haben, die da auch in diesem Patch behoben wurde. CCC Talk last year. On his MacBook. Bei dem letzten, bei 31C3 gab es auch schon einen Vortrag, wo wir darüber geredet haben. Da geht es darum, dass die nach einem Suspend-Resume-Durchlauf, nach dem Wiederaufwachen, das Ganze entsperrt ist. Das im Prinzip geht das zurück auf eine Verwundbarkeit aus 2013, die heißt Snorlax. Da geht es darum, dass die Schreibblockaden nach einem Aufwachen nicht mehr gesetzt wurden. Das sind jetzt haben wir festgestellt, dass neuere MacBooks einen neueren Intel-Chipsatz haben, der das dann unter der Hand im Prinzip gefixt hat. Entweder hat Intel eine bessere Referenzarchitektur rausgegeben oder Apple hat es selber behoben. Aber im Prinzip sind alle neueren MacBooks nach 2012 dadurch immun geworden. Alte sind aber natürlich weiterhin verwundbar. Und ähnlich war das in dem USB-C-Stecker der neuen MacBooks von 2015, die ebenfalls behoben wurden. So, as I mentioned, Apple addressed wie bereits erwähnt,
Apple hat sich diesem Problem angenommen und es durch besseres Locken diese beiden Schwächen abgestellt. Aber was sie gemacht haben, ist im Prinzip den Code, der die Schreibberechtigungen weggenommen hat, an andere Stelle verschoben. Aber das Resume-Script, also das, was nach dem Wiederaufwachen laufen lassen wird, ist immer noch ungeschützt in vielen Systemen. Man kann es nutzen, um direkt die, die man tun kann, bevor das System in den Kernel bootet. Nachdem die einfachen Wege, um das auszutricksen, behoben wurden, gibt es noch eine Stelle, an der das wirklich aktiv entsperrt wird. Das ist beim Update. Hier gibt es eine Reihe von Integer-Überlauf-Fehlern, die man ausnutzen kann. Viele dieser Schwächen treten auf, wenn das System in einem komplett verwundbaren Zustand ist bei einem Firmware-Update. Er hat es auf einem HP-Notebook ausprobiert. Was man da sieht, ist, der Link, den man in dem User-Buffer hat, wird vom Nutzer kontrolliert, während dem Firmware-Update wird das geparst, die Firmware ist entsperrt und man hat vollen Schreibzugriff. Das hat so viele Systeme betroffen, dass es sogar den Pony Award gewonnen hat für die beste Zugriffsverletzung. Wie immer, verantwortungsvolles Benachrichtigen der Firmen ist natürlich wichtig. Im Prinzip waren fast alle davon betroffen und die wurden auch informiert, alle bis auf Apple. Apple hat behauptet, dass weil sie nicht die Standard-UEFI-Update-Methoden benutzen, sind sie nicht betroffen. Sie sagen halt, weil sie eine eigene haben, kann es sie nicht betreffen. Letztes Jahr in meinem Talk habe ich genauer erklärt, wie Apple das macht. Ihr könnt es gerne da nachlesen. Das Problem dabei ist, dass alles in UEFI wird mit Funktionspointern gemacht und 128-Bit UIDs. Wenn man diese GUID reinpasst, in das BIOS kriegt man den Funktionspointer zurück. Das heißt, man kann im Prinzip vielen alten Code nicht entfernen, weil es weiterhin noch Verweise darauf gibt, auf die man bei einem Dispatch berücksichtigen muss. Es stellt sich raus, dass diese verwundbare Update-Routine, auch wenn sie sie selber nicht benutzen, ist der Code immer noch da. Und Cory and Zeno nennt das BIOS-Totenbeschwörung, kann man das im Prinzip ausnutzen und diesen Code ausführen lassen, auch wenn er eigentlich normal nicht verwendet wird. Wieder zwei verschiedene Laptops, MacBook und HP, aber sie haben im Prinzip den gleichen verwundbaren Stück Code. Man hat natürlich verschiedene Compiler, die verwendet wurden, verschiedene Optimierungslevel, aber man sieht genau, dass die gleiche verwundbare Routine immer noch da ist. Und als Resultat unserer Arbeit wurde das inzwischen bei CERT als auch verwundbar markiert, ein Jahr nach der Originalveröffentlichung. Apple musste zugeben, dass sie doch betroffen sind und sie mussten dann auch dementsprechend einen Fix dafür ausrollen. Der Fix ist relativ interessant, wenn man sich den genauer anschaut. Also unbenutzte Funktionen, alte Funktionen können verwundbaren Code enthalten. Das ist relativ wichtig, also dass man als Lehre daraus zieht, dass man nicht nur den neuen, sondern immer auch den alten, selbst den nicht benutzten Code mit anschauen muss, weil es doch noch sein kann, dass er ausgeführt wird, auch wenn man es nicht vorsieht. Okay, und jetzt die fünfte Verwundbarkeit, die wir haben, ist eine Sache, die im Prinzip aus der Zeit des Original 8086 kommt. Damals
wurde immer in diesen extra Sockets geguckt, ob da zusätzliche nachgerüstbare Features installiert waren. Zum Beispiel auf dem ESA Expansion Bus, um zu sehen, ob da noch eine zusätzliche Grafikkarte zum Beispiel eingesetzt wurde. Dieser Code wurde leider ganz am Anfang noch in Ring Zero ausgeführt, noch bevor der Kernel läuft oder sogar das BIOS. In 2007 wurde gezeigt, wie man das ausnutzen kann, um alte Server mit bestimmten Netzwerkkarten zu übernehmen. 2012 hat Snare gezeigt, dass Thunderbolt auch dafür anfällig ist. Und letztes Jahr beim CCC, also beim Kongress, haben wir gezeigt, wie man bei einem Update der Firmware das ausnutzen kann. Und dieses Jahr haben Seno und ich das auf der DEFCON nochmal einen ganzen Satz Verwundbarkeiten dafür gezeigt. Ja, nach dieser Veröffentlichung auf dem CCC-Kongress hat Apple einen Fix rausgebracht, um diesen Thunderstrike 1-Fehler zu behandeln. Seitdem lädt das System keine Option ROMs mehr während der Updates. Es ist aber immer noch wichtig, das zu wissen, dass das alles noch vorhanden war. War noch ein weiteres Update. Und selbst mit diesem Patch, wenn man einen Thunderbolt-Adapter hat, also den Thunderbolt-Ethernet-Adapter, man kann diesen Option-ROM-Exploit mit ein paar Tastaturbefehlen aktivieren. Und ja, wenn man eine Remote Shell auf einem Rechner einrichtet, dann kann man den physischen Speicher, PCIe an Geräte, und dann kann man immer noch diesen Option-ROM beschreiben. Das nächste Mal, wenn dieser Rechner läuft, wird er auch diesen Code ausführen. Und es ist immer noch ziemlich massiver Eingriff. Man kann immer noch diesen wichtigen Chip überwinden, der in dem System drinsteckt. Das ist immer noch sehr gefährlich. So. Heute gab es schon einen Talk about State Considered Harmful, um wie viel beschreibbarer Content sich da auf diesem System befindet. Und es ist echt beeindruckend, wie viele Firmware-Teile beschriftet werden können. Und selbst ein Thunderbolt-Display hat ein entsprechendes Option ROM, selbst Grafikcontroller. Intel hat festgestellt, dass es ein riesiges Problem für den sicheren Bootprozess ist, und sie gehen davon aus, dass diese Option ROMs signiert sein müssen. Und das geht aber auf Apple-Systemen nicht, weil da Secure Boot irgendwie da mit reinspielt. Also beim Secure Boot kann da nichts passieren. Die UEFI-Schwachstellen befinden sich oft auf verschiedenen Systemen und auch auf verschiedener Hardware, auf Laptops, auf fest installierten PCs. Und es ist jetzt nicht begrenzt auf die Mac-Plattform. Viele wurden bisher schon gefixt von Apple. Und die neuen iMacs und die neueren Systeme haben dieses Option ROM nicht mehr. Und Thunderbolt 3 könnte dann dieses Option ROM auch dann entfernen. So, all diese Schwachstellen wurden mittlerweile behoben. Und es war großartig, die in einen Proof of Concept Demo zusammenzufügen. Und jetzt zeigen wir euch das mal. Wie könnte das alles zusammenkommen? So, nicht so wie letztes Jahr, fangen wir dies Jahr mit einem Software-Exploit an. Ein Download beispielsweise, Adobe Flash, was auch immer.
was wir dann auf Root ausführen können. Und sobald es Root-Zugriff hat, kann man ein Kernel-Modul einfügen, das durch den physischen Speicher geht, um Malware in den Motherboard-Boot-Prozess reinzuschreiben. Und dann wird so nach PCIe-Devices gecheckt. Es kann sein, dass da Geräte mit Option-ROM dranhängen und dann kann man sich da reinhacken. Zum Beispiel, wenn da ein Thunderbolt Ethernet Adapter drin ist, dann ist dieser jetzt auch infiziert. Und ja, das nächste Mal, wenn man den Rechner wieder hochfährt, kann Thunderstrike 2 laufen aus dem Motherboard-Boot-Bereich. So, es ist ja nur dieser Splash-Screen, also ist jetzt nichts, was irgendwie Gefahr hat. Und das hier wird gestartet, bevor der OSX-Kernel gestartet wird. Das kann sich zum Beispiel in der Virtualisierung verstecken, sonst wo. Und wenn man OSX neu installiert, ist es immer noch da. Wenn man die Festplatte austauscht, wird es nicht verschwinden. Es ist letztlich im Motherboard integriert damit. Ja, und wenn man das infizierte Gerät wegtut und diesen Thunderbolt-Adapter einschließt an ein anderes System, und wenn dieser dann bootet, dann lädt er diesen Option-ROM vor dem Kernel, und das ist ein neuerer Rechner, der Prince Harming nicht betrifft, aber es könnte halt dieses S3 Bootscript angreifen. Und ja, dann fängt das System mal ganz normal zu booten an. Sobald das Gerät in diesen Schlafmodus gibt, zum Beispiel wenn man den Deckel schließt, wird die CPU sich abschalten. Man muss den Rechner nicht anmachen. Ich wollte nur zeigen, wie toll das aussieht, wenn man die CPU runterfährt. Sobald das Gerät wieder aufwacht, wird dieses Skript ausgeführt, bevor das Bootflash ausgeführt wird, und dann wird Thunderstrike in den Bootflash im Motherboard eingefügt. Und damit ist das Bootflash jetzt auch infiziert. So aus der Nutzerperspektive sind es nur ein paar zusätzliche Sekunden, um aus diesem Sleep-Modus rauszukommen. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Aber das nächste Mal, wenn dieses System sich hochfährt, wird dieser Bootscreen angezeigt. Und ja, der Rechner ist infiziert. Weitere Maschine ist infiziert. Und das ist wirklich so eine harte virale Übertragung. Das hat jetzt das Betriebssystem überhaupt nicht berührt. Das läuft auf einem Level unter dem Betriebssystem sozusagen. Eine andere Sache ist, was dieses hier tut. Es wartet auf diesen PCIe-Hardplug. Wenn man einen sauberen Adapter ranschließt, dann passiert das Gleiche mit dem Adapter. Der wird dann jeweils wieder infiziert durch das Option-ROM. Also von daher könnte sich dieser Virus sozusagen weiter auf andere Systeme übertragen, ohne dass man es wirklich merken kann. Ja, und wenn es nur ein Adapter ist. Tja, dieses Proof of Concept zeigt, dass es einen gewissen Lebenszyklus von Malware gibt, von dem Exploit, bis man dann tatsächlich was mit dem Bootflash machen kann, S3-Zustand, verschiedene Geschichten. Sobald es in diesem Bootflash Option-ROM ist, läuft es komplett unter dem Betriebssystem. Die Virusscanner werden es nicht finden. Die können es wahrscheinlich noch nicht mal sehen, weil sie normalerweise darauf getrimmt sind, bestimmte Scanning-Technologien anzuwenden. Die können es ins Bootflash nicht reingucken. Die einzige Möglichkeit wäre, da so einen Clip draufzusetzen, um diesen Flash auszulesen. Aber alles, was man mit Software da ausprobieren könnte, würde nicht auffallen. Tja, was können wir jetzt tun?
Da sind so viele verschiedene Ideen, wie man mit solchen Rootkits umgehen kann oder Firmware-Problemen. Es gibt viele kleine Schritte, die man unternehmen kann. Also zum Beispiel einfach mal die Signaturen auf den Option-ROMs checken. Das wäre schon sehr hilfreich, wenn man das mal anfangen würde. Wenn man alle von den Sperren benutzen würde, die es so gibt. Zum Beispiel, dass das BIOS nicht beschreibbar ist, dass man das in das S3-Schlafskript sich nicht einhängen kann. Diese ganzen Feature, die Intel dazugefügt hat, wie die Lockbox. Dann gibt es noch ChipSec und Hernicus. Das sind Tools, die helfen, solche Konfigurationen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Systeme in einer sicheren Weise gestartet werden. Intel macht weiter mit auf der Hardware-Schiene. Also neuere CPUs haben die sogenannte Bootguard. Das ist ein ROM, das läuft, bevor die erste Anweisung für den CPU überhaupt ausgeführt wird. Das stellt kryptografisch sicher, dass das ROM nicht angefasst wurde, bevor es überhaupt startet. Systems with Bootguard are fundamentally incompatible. Das Problem ist, Systeme, die Bootguard verwenden, sind fundamental inkompatibel mit Coreboot. Das heißt, für freie Software ist das wiederum schwierig. Also meine Bitte an Systemhersteller wäre, wenn solche neuen Verwundbarkeiten gefunden werden, dann arbeitet doch bitte mit den Sicherheitsforschern, um festzustellen, ob ihr wirklich verletzt, angreifbar seid oder nicht. Die Firmen nehmen oft einfach einen Exploit, so wie er geschrieben wurde, und versuchen es dann auf ihren Maschinen, und es läuft dann halt oder es läuft nicht, und je nachdem behaupten sie dann, dass es bei ihnen nicht funktioniert. Aber die Entwickler haben in der Regel nur wenige Testsysteme und können deswegen keinen so allgemeinen Test durchführen. Insofern, zusammenarbeiten würde schon helfen, da könnte man solche Sachen rausfinden. Wir haben herausgefunden, dass in dem alten UEFI-Code viel, viel alter Code drinsteckt, der Schwächen enthalten könnte. Es kann sein, dass es, je nachdem, wie man den Input wählt, man da reinspringen kann. Es ist extrem wichtig, dass man alles testet, nicht nur, also im Prinzip das gesamte Kreuzprodukt aus Systemen, neuem und altem Code. Es ist ziemlich schade, dass es diesen wirklich schwerwiegenden Fehler gab, Snorlax, und dass sich dann herausgestellt hat, dass es dann immer noch Systeme gab, die dagegen anfällig waren, obwohl er längst bekannt war. Und bitte, wenn ihr neue Schwächen habt, dann testet sie auch gegen alte Systeme, weil sonst ist es möglich, dass einfach die alten weiter verwundbar sind. Und wenn ihr solche Schwächen fixt, dann behebt sie nicht einfach still, sondern sagt den Leuten auch, dass es angreifbar war, welche Systeme verletzbar sind, welche behoben wurden. Das ist ziemlich gefährlich, weil es ist schwer zu sagen, nur nach dem Alter, ob das jetzt noch angreifbar ist oder nicht. Und es ist ziemlich gefährlich, nicht diese Gewissheit zu haben. Okay, und jetzt nehme ich die Fragen entgegen. Wenn ihr noch mehr Interesse dran habt an dem Thema, geht einfach auf meine Seite. Ich habe es euch hier hinterlegt. Ich nehme auch GPG-signierte E-Mails entgegen. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die Diskussion.
Ich glaube, die Batterie ist alle. So, wir machen das jetzt mal ohne Mikrofon. Ah, das geht auch. So, Dankeschön. Für alle Leute, die draußen im Stream sind, werde ich ein bisschen Fragen klären. Dann kommen eine Frage aus dem Raum und eine Frage aus dem Internet, so immer im Wechsel sozusagen. Gibt es Fragen? Yep. Da ist eine Frage. Mikrofon 3. Hast du schon mal SPI Flash Commands auf dem Flash-Chip gesehen oder wie wird das im Hintergrund gemacht mit verschiedenen SPI Flash-Chips? Fragen Sie, ob das Betriebssystem regelmäßig Erases durchführt? Naja, wenn man Flash beschreiben will, dann muss man erstmal gucken, wo es ist. Im Prinzip geht es hier nur um die NVRAM-Variablen. Also im Prinzip ist die Frage, warum lässt Apple den Flash überhaupt schreibbar? Im Prinzip speichern sie da gewisse Einstellungen, die sie über einen Boot hinweg transportieren wollen. Wie zum Beispiel die Bildschirmhelligkeit. Die liegen an einer Pin-Struktur. Man kann da immer noch was dranhängen und wenn die einen Block voll haben, dann machen sie einen vollen Löschzyklus. Okay. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Ist da jemand? Ja, eine Frage gibt es. How is BootGuard related or different to the Trusted Platform Module? Wie unterscheidet sich BootGuard vom Trusted Platform Module? Fortunately, TPM ist. SPI Flash is protected. That the Trusted Platform Module is outside the CPU. Es ist so, dass das TPM außerhalb der CPU sitzt und dadurch nur Hashes erzeugt werden. Darauf basierend, was die CPU angefordert wird, zu tun. Wenn jetzt die Malware das Flash übernommen hat, dann ist es in der Lage, so viele Werte auf einmal auf das TPM zu schicken, dass es nicht auf den Zustand der CPU schauen kann, sondern einfach nur das hasht, was es kriegt. BootGuard verschiebt dieses Vertrauen in die CPU und dann sitzt es nicht mehr außerhalb. BootGuard führt erst Flash-Befehle aus, nachdem es gecheckt wurde, so dass man sowas beim nächsten Booten entdecken könnte. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob sie diesen Software-Hard-Fail-Implementierung haben, aber TPM war eine interessante Idee, aber es gibt ungefähr ein Dutzend Paper dazu, wie man das umgeht. Okay, die nächste Frage vom Mikrofon 3. Ich hatte meine eigenen Stories mit Apple und um Feedback mit denen zu kriegen. Ich denke, dass ihr das in gewisser wiederkehrender Art und Weise hatte, dass sie sich mit euch besprochen haben und sie haben es ausprobiert und sie haben gesagt, ja, nee, das ist nicht passiert. Ich würde erwarten, dass dies hier so eine ganz gefährliche Ecke ist, wo Apple tatsächlich einen Dialog haben wollen würde mit euch. War es irgendwie Misskommunikation? Bei einigen von diesen Bugs hatten wir einen Dialog mit Apple. Und die haben mir sogar Betas geschickt, die ich dann auch ausprobieren konnte. Gelegentlich war es schon released worden, bevor wir überhaupt die Zeit hatten, das anzugucken. Manchmal ist der Dialog länger, als sie warten wollen, um den Fix zu veröffentlichen.
Ah, jetzt haben sie gerade Zeno & Corys Firma erworben, sodass sie jetzt wahrscheinlich genug Expertise haben, sodass die Security deutlich besser dastehen dürfte jetzt. So, eine weitere Frage aus dem Internet. Habt ihr ein Werkzeug, um den aktuellen Status des MacBooks zu checken, ob es gefährdet ist oder nicht? Also das Problem dabei ist, herauszufinden, ob das System verwundbar ist oder schon infiziert ist. Dass, wenn man eine Malware hat, die sich wirklich versteckt, kann sie im Prinzip sich in alle diese Wege reinhängen, um herauszufinden, was passiert ist, sodass man eigentlich keinen Weg hat, herauszufinden, ob es wirklich passiert ist. Man könnte versuchen, bei einem sauberen System könnte man feststellen, okay, so müsste es aussehen, aber wenn man ein System hat, von dem man ausgeht, dass es vielleicht infiziert ist, dann ist es wirklich hart zu sagen, mit Sicherheit, dass es so ist. Okay. Is there one more question from the... Otherwise we're gonna call this a baby. Eine weitere Frage aus dem Internet. Welche Plattform würdet ihr empfehlen, um dieses UEFI Bootsystem zu umgehen quasi? Nachdem UEFI jetzt auch in der ARM-Welt ankommt, bin ich nicht mal sicher, ob man da überhaupt noch drum rumkommt. Für sich alleine genommen ist es eigentlich schon ganz cool. Es ist erweiterbar, es ist praktisch, aber es ist sehr viel Code in der zu vertrauenden Codebasis und es hat sich gezeigt, dass das ziemlich problematisch ist in der Vergangenheit. Aber im Moment sieht es eher so aus, als ob in naher Zukunft die meiste Hardware auf UEFI läuft. Wir haben einen Open-Source-Laptop, Bunnies Laptop, mit Open-Source-Firmware. Bei dem hätten wir relativ gutes Vertrauen. Da könnte man zumindest nachsehen. Was? Wir wissen einfach nicht, was in der Intel Management Engine überhaupt passiert im Inneren. Selbst wenn sie sichere Firmware hätten, hätten sie immer noch einen binären Blob, von dem sie nichts wissen und der alles Mögliche machen könnte. Okay, let's have a final hand. So, nochmal einen dicken Applaus für Tremel.